Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Sportberichterstattung am Infokanal der Firma Expert Kern. Am Programm steht das Meisterschaftsspiel vom vergangenen Samstag zwischen der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg und der Mannschaft von Austria Tabak aus Linz. Ich wünsche Ihnen dazu recht gute Unterhaltung. Von Austria Tabak. Herr Mirneck, was erwarten Sie sich vom heutigen Spiel in Rohrbach? Also ich muss ehrlich sagen, in erster Linie muss ich mir Rohrbach gratulieren, denn ich habe es vor zwei Tagen beobachtet und die Mannschaft gefällt mir. Und ich finde, dass es eben super ist, dass so eine Mannschaft in der Landesliga mitspielt und sie ist einer zu Recht da vorne in der Tabelle, wo sie momentan stehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit einem Punkt sicherlich zufrieden. Wo haben Sie die Stärken und wo haben Sie die Schwächen der Mannschaft von Rohrbach gesehen? Sie werden sich ja sicherlich schon ein Bild gemacht haben dann am vergangenen Donnerstag. Wie werden Sie Rohrbach heute bezwingen können? Na, ob wir es bezwingen können, wir wollen es versuchen. Ob es uns gelingt, wissen wir noch nicht. Aber eins muss ich sagen, also rein vom Läuferischen, vom Körperlichen, vom Konditionellen, von der Einstellung her, muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen und haben sicherlich ganz gute Einzelspieler, wie ein Popelka, ein Zach. Unser Glück könnte sein, dass der Torhüter verletzt ist. Aber wie gesagt, es ist im Kollektiv die Mannschaft sehr stark und marschiert 90 Minuten und geht ein sehr hohes Tempo für Landesliga-Verhältnisse. Ich hoffe, dass sie es heute nicht durchhalten, denn vor zwei Tagen haben sie auch ein schweres Match gehabt. Ja, das ist sicherlich ein Nachteil wahrscheinlich für unsere Mannschaft. Können wir Sie unter die Stärken Ihrer Mannschaft sagen und auch vielleicht die bekanntesten Spieler für unsere Zuschauer erwähnen? Ich glaube, dass wir körperlich, konditionell auch stark sein, aber etwas launisch. Das heißt, wir sind technisch ganz eine gute Mannschaft und haben einige erfahrene Spieler, die wirklich ganz guten Fußball spielen, wie zum Beispiel Amazeka, der auch in der Bundesliga gespielt hat, oder Michael vom Lask, Leitner Harry, der ein Riesentalent ist. Und wir haben auch ganz gute Mischung und ich muss ehrlich sagen, also wir können sicher nicht dorthin an den Tabellenplatz, wo wir momentan stehen. Denn ich glaube, also es wäre sicher für uns ein Platz zwischen 5 und 7 drinnen, den wir dieses Jahr erreichen wollen. Unser Handicap ist einfach, dass wir einen zu kleinen Kader haben, sprich jetzt, wenn wir 2, 3 Verletzte haben oder Gesperrte, ist für uns sehr schwierig. Aber so gesehen muss man jetzt zufrieden sein. Ja, wen erwarten Sie überhaupt als Meister oder als Aufsteiger in die Regionalliga Mitte von den Mannschaften, die jetzt vorne sind? Ich meine, das ist sicherlich überraschend, aber wen haben Sie getippt und wen erwarten Sie jetzt nach den 10 Runden dann wirklich am Ende vorne? Nur in erster Linie weiß man nicht. Wird die Regionalliga aufgestellt auf 14 Jahre oder nein, sollte dies der Fall sein, dann steigen 3 Vereine auf. Und ich bin einfach der Meinung, die 3 Besten, und das zeigt sich über das ganze Jahr, und die 3, die vorne sind, die sollen aufsteigen. Egal wie der Verein heißt, die unter die ersten 3 sind, über das Jahr, durch die Leistung haben sie sich verdient, und die sollen dann aufsteigen. Ja, können wir sie Namen auch nennen, weil es trotzdem interessant ist, auch für später, dass man mal dann sagen kann, er hat recht gehabt oder er hat sich doch getäuscht. Ja, nach wie vor ist meine persönliche Meinung, dass die Linzer Vereine wie Traun, Donau auch zu weit in der Tabelle hinten sein. Aber ich glaube trotzdem, dass mit Zatlet und Dorbach sehr schwer zu rechnen sein wird. Ob sie schaffen oder nicht, man wird sehen, ob man die Leistung ein Jahr durchhalten kann. Denn eins muss man auch verstehen, die Mannschaft bringt eine Euphorie mit, ist schon sehr lange zu Hause umgeschlagen. Und man wird sehen, wenn zum Beispiel mal an zwei Niederlagen kommen, wie sie das auch verkraften. Aber wie gesagt, wenn Rohrbach oder Satellit das Tempo durchhalten können und sie sind dann vorne, dann muss ich gratulieren und sage, zu Recht aufgestiegen. Ja, eins hätte ich noch, auch bitte hätte ich noch, können wir Sie Ihre Laufbahn als Fußballer und auch als Trainer für unsere Zuschauer noch mal schildern? Also ich bin ein gebürtiger Kärntner und habe angefangen in der Landesliga beim ASK Klagenfurt, wo auch bekannte Spieler herkommen wie Sturmberger, den ja auch jeder kennt. Dann bin ich mit 17 in die Bundesliga zu Austria Klagenfurt gewechselt. 1975 bin ich zu Fürst Linz. Da habe ich 4 Jahre gespielt. Dann bin ich in die deutsche Bundesliga zu MSV Duisburg. Da war ich 2 Jahre. Daraufhin habe ich nach Italien gewechselt. Zu Como. Also noch dann auch 2 Jahre. Nach 4 Jahren, nach dem Ausland, bin ich zurückgekommen. Habe dann gespielt bei Rijkaard Wels. Wieder bei
Föst Linz zum Wiener Sportclub, dann bei Vorwärts Steyr und dann bin ich Spielertrainer geworden bei Vöcklermarkt, Amateur Steyr Austria Tabak, Co-Trainer beim FC Stahl Linz, erster Trainer in der Bundesliga beim FC Stahl Linz, dann beurlaubt worden und jetzt wieder bei Austria Tabak. Also eine bewegte Laufbahn, jetzt muss ich direkt nach dem Alter noch fragen. Normalerweise kommt es zwar ungefähr einschätzen, aber so viele Stationen muss ich trotzdem nachfragen. Ja, es ist so, ich spiele auch noch ab und zu mit, ne? Und wir haben auch eine gute Mannschaft bei der Coppa Pelle und ich bin im 42. und es geht mir körperlich noch recht gut. Ja, man sagt, hey, schaut voll fit aus. Ich wünsche jedenfalls als Trainer viel Glück, vielleicht auch dann wieder mal eine Trainerstation in der obersten österreichischen Division oder gar im Ausland. Wenn man schon so viel erlebt hat, würde man sich das vielleicht alles zusetzen? Nein, momentan habe ich die Zielsetzung nicht, denn ich habe andere Gedankengänge. Das heißt, ich habe ein Geschäft in Linz, habe meine Familie in Linz. Vielleicht kommt es wieder mal in ein paar Jahren, dass ich sage, okay, jetzt will ich wieder mal ins Ausland gehen, wenn man die Chance kriegt. Aber momentan ist man so recht, wie es ist. Und ich will mit Austria Tabak Erfolg haben und in die Oberbacher wünsche, dass er weiterhin Erfolg kommt. Denn die Anlage, was ich da so sehe, ist ein Wahnsinn, gefällt mir super, sicher mit, eine der schönsten in Oberösterreich. Und so gesehen, solltet ihr in die Regionalliga aufsteigen, dann wünsche ich euch viel Glück. Okay, also ich bedanke mich für das Gespräch. Oberösterreich ist ja ein guter Fußballbund, wie auch der SV Marco Polerit beweist, vielleicht auch Rohrbach als Hecht im Karpfenteich. Werden wir sehen, wie das Spiel nach 19 Minuten ausschaut. Ich hoffe, dass wir heute wieder Überraschungen liefern können. Dankeschön fürs Gespräch. Bitte gern geschehen, aber ich bin der Meinung, der Bessere soll gewinnen und vielleicht teilen wir uns die Punkte, wenn wir auch recht. Ne? Okay, dankeschön. Bitte. Ja, nach dem Vorschuss Lorbeeren durch Trainer Didi Mirnik von der Gastmannschaft geht es dann auch endlich los. Beide Mannschaften bewegen sich zur Mittelauflage. Es hat ja vor Spielbeginn noch eine Übergabe von Trainingsanzügen und Regenjacken gegeben von der Schlegler Brauerei, von Eremer Aktiv Sportswear und von Center Sport Niedersuss. Ich darf mich hier auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bei diesen Sponsoren bedanken. Wir sehen hier den Abt des Stiftes Schlegel, Magister Martin Fellhofer, sowie den Kämmerer des Stiftes, Magister Markus Rubasch und Herrn Reinhold Fellhofer von Erlmer Aktiv Sportswear mit unserem Sektionsleiter Peter Eigner und Manager Willi Krems und Kapitän Herbert Zach bedankt sich hier recht herzlich für die neuen Trainingsanzüge, sind recht gelungen, und für die Regenjacken, die man ja im Müllviertel recht gut gebrauchen kann. Ja, nun zur Aufstellung unserer Mannschaft. Václav Miksicek im Tor, Radek Popelka, Klaus Lindorfer, Markus Hirnschrott und Horst Auer in der Abwehr, Ernst Richtsfeld, Klaus Atzmüller, Joe Kehrer und Herbert Zach im Mittelfeld und vorne im Angriff Marc Atzgersdorfer und Manfred Stallinger. Ja, unser Thomas Dohlhäupl ist verletzt, wissen wir alle. Wünschen ihm auch hier auf diesem Wege baldige Genesung. Hoffen, dass er vielleicht doch noch im Herbst zum Einsatz kommen kann. Er ist eine Stütze der Mannschaft und ein wichtiger Spieler im Angriff. Ja, dann die ersten Szenen im Spiel, erste Aktion, gleich ganz gefährlich hier. Ja, und der Verlusttreffer zum 0:1 in der 15. Spielminute durch Banjac. Es war doch eine recht unglückliche Situation. In der Verteidigung wurde nicht aufgepasst, dann wurde etwas zu lax attackiert und aus einem Pressball ist dann der Verlusttreffer entstanden. Ja, wir sehen es noch einmal in der Wiederholung. Hier geht man einfach zu unkonsequent an den Gegner. Und hier bei diesem Pressball leider Gottes dann auch noch durch die Beine der Schuss. Für einen Torhüter gab es nichts zu halten.
Ja, wir waren wieder einmal in Rückstand zu Hause. Es war nicht das erste Mal. Jeder glaubte jetzt, dass wir wiederum in absehbarer Zeit ausgleichen können, aber Sie sehen es hier. Es ist einfach nicht recht viel gegangen an diesem Tag und hier haben wir Glück gehabt bei diesem Fernschuss. Der Boden war nass, der Gegner hat das besser verstanden als wir aus der Entfernung zu schießen. Der Ball war sicher gefährlich, wenn er speziell dann eben aufsprang. Hier wieder eine gefährliche Situation durch die Geste, da ist aber nichts passiert. Ja, Sie sehen es hier. Lauter Hickhack, es ist nicht recht viel Spielfluss zu sehen gewesen. Jetzt gibt es hier die gelbe Karte für Klaus Lindorfer nach Foulspiel durch Schiedsrichter Trabeck, ist ein Bundesliga-Schiedsrichter, den wir hier in Rohrbach als Spielleiter hatten. Dann ein Angriff unsere Farben, aber auch hier ist nichts Brauchbares herausgekommen. Jetzt ein Eckball. Ja, hier hat Manfred Stallinger den Ball nicht getroffen oder schlecht getroffen und Torhüter Galeitner ist ein Alpenfeldner, hat da keine Mühe. Ja, hier haben wir wieder ein riesiges Glück. Jetzt bereits 0 zu 2 stehen können oder sogar müssen, aber Gott sei Dank hat der Gegenspieler das Tor nicht getroffen, ist wieder freigestanden, nächster Angriff. Ja, und hier war es auch wieder brandgefährlich. Haben wir einiges Glück gehabt in diesen Szenen. Ist nicht recht viel zusammengelaufen bei unseren Burschen. Ja, hier ist auch eine gelbe Karte. Für einen Gegenspieler auch ein Foul, was eher unnötig war. Ja, dann hat es Klaus Lindorfer mit einem Weitschuss versucht, das wäre sicher ein Rezept gewesen an diesem Tag. War auch ein schöner Schuss, aber leider eben knapp am Gehäuse vorbei. Ja, jetzt wieder eine Szene zum Aufpassen. Klaus Lindorfer hätte ja Zeit und was macht er? Wieder ein Foul. Ja, und die logische Konsequenz. Die gelb-rote Karte bereits in der 38. Spielminute. Er braucht sich hier nicht zu beschweren, das ist rein seine Schuld. Er hätte bereits vorher den Ball ins Ausspielen können oder abspielen können. Er hat aber gewartet, bis der Gegenspieler zu ihm kam und hat ihn dann im Vorbeilaufen umgerissen. Ja, jetzt waren wir wiederum dezimiert über fast eine Stunde. War natürlich auch nicht recht aufbauend für unsere Mannschaft, aber es half nichts. Es war eine Tatsache, mit der alle leben mussten. Ja, dann bat Schiedsrichter Trabeck zur Halbzeit. Halbzeitstand, wie gesagt, und wie gesehen, 0 zu 1. Aber es war trotzdem noch nichts verloren. Man setzte auf die zweiten 45 Minuten und hoffte doch noch das Spiel zumindest ausgeglichen, wenn nicht siegreich gestalten zu können, obwohl man mit einem Mann weniger auskommen musste. Ja, die Miene des Trainers braucht man nicht weiter kommentieren. Ja, aber auch der Gästetrainer noch nicht recht sicher, ob er sich schon über 3 Punkte freuen könnte oder nicht. Ja, hier Bundesrat Dussek mit Gipsbein, was wir hier jetzt nicht sehen, und mit dem geistigen Beistand Abt Magister Fellhofer. Ja, dann hat es einen Wechsel gegeben in der Halbzeitpause. Manfred Stallinger hat wieder leichte Probleme gehabt
mit seiner Leiste. Klaus Schuster kam für ihn ins Spiel. Da gibt es wieder einen Spielwechsel. Ernst Richtfeld verließ das Spielfeld und für ihn kam Manfred Fuchs zum Einsatz. Ist klar, dass jetzt auch die Abwehr ein bisschen verstärkt wurde, um nicht zumindest einen weiteren Verlusttreffer hinnehmen zu müssen. Aber wie gesagt, es lief an diesem Tag nicht recht viel zusammen für unsere Mannschaft. Ja, das war eigentlich die erste wirklich gefährliche Aktion durch den Kapitän, der selbst versuchte, ein bisschen Linie ins Spiel zu bringen, aber er scheiterte hier knapp. Dann ein Angriff unserer Mannen. Gibt jetzt Eckball und nach diesem Eckball, ja, hier die größte Möglichkeit zum Ausgleichstreffer durch Klaus Schuster. Ist schon fast ein bisschen eine Kunst, von dieser Distanz zum Tor den Ball nicht verwerten zu können. Aber wenn es nicht läuft, dann bringt man auch diese Möglichkeit nicht im Gehäuse unter. Wieder eine Flanke rein, aber Torhüter Garleitner, haben sie schon gesagt, ein Alpenfeldner, hat hier keine Probleme. Ja, dann gibt es den nächsten Spielertausch. Klaus Atzmüller verlässt das Spielfeld und Harald Würzel ersetzt ihn. So, wieder ein Angriff. Jetzt hier. Ja, hier fordert der Mann natürlich einen Strafstoß, ist ganz normal, aber Schiedsrichter Trabeck hat hier richtig entschieden. So, hier nach diesem Foul musste leider Gottes Markus Hirnschrott auch ausscheiden. Und nachdem wir schon das Austauschkontingent erfüllt hatten, mussten wir die restliche Spielzeit nur mit 9 Feldspielern bestreiten. Beziehungsweise mit 8, ja. Und hier in dieser Situation kassierten wir dann einen weiteren Verlusttreffer von 0-2. Ja, das Gelächter im Hintergrund kann man deuten, wie man will. Man muss auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass man nicht jedes Spiel gewinnen kann. Auch wenn es wehtut und wenn es gerade zu Hause passiert, nach 28 Meisterschaftsspielen. Aber wir sind faire Sportler. Man sieht es hier ganz typisch. Auch keine Chance für unseren Torhüter. Vielleicht hätte der Schiedsrichter in der Situation vorher faul entscheiden können, aber das ist alles Schnee von gestern, das zählt nicht. Ja, Sie haben es gesehen. Unser Torhüter ist ja schon Libero und Stopper und Vorstopper. Entschuldigung, gleichzeitig gewesen. Hat sich auch schon weit vor seinem Gehäuse bewegt. Und jetzt noch der Anschlusstreffer durch Marc Atzgersdorfer. Hat das richtig überzogen in dieser Situation, aber Sie sehen es an der Spielzeit. Es war schon ein bisschen zu spät, um das Blatt noch zu wenden. Nochmal in der Wiederholung, Harald Burzel leitet diesen Angriff ein. Manfred Fuchs spielt dann zu Joe Kehrer und der, ja, hat natürlich Glück mit diesem Beinschuss, aber Marc Atzgersdorfer hat das richtig gesehen und konnte den Anschlusstreffer erzielen.
Interessanterweise war es mit 8 Feldspielern dann auf einmal von unseren Büschen ein besseres Spiel als vorher. Als vorher mit 10 Feldspielern, ja, und der Endstand. Ja. 1 zu 2 in diesem Spiel. Ja, es war einfach ein Spiel zum Abhaken und zum Vergessen. Aber wie sich ja im Nachhinein herausgestellt hat, kein Problem. Da ja auch Tabellenführer Sadlet in Steyr mit 1 zu 0 den kürzeren Zug. Und am Sonntag dann Lenzing ebenfalls nicht gewinnen konnte und gegen Christkirchen 0 zu 3 unterlag. Somit blieb in der Tabelle alles beim Alten. Ja, die Stimmung war natürlich auch nicht die allerbeste, kann man sich vorstellen. Zuschauer sind auch schon ein bisschen verwöhnt gewesen. Und hier sehen wir Manuel Engleder. Sie sehen es im Insert, der erzielte am Nationalfeiertag beim Bundesländervergleichskampf Oberösterreich gegen Burgenland 2 Treffer zum 3:2 Erfolg. Wir gratulieren dem Manuel zu dieser Leistung recht herzlich, natürlich auch seinem Vater, dem Trainer Gerhard Engleder. Ja, die restlichen Ergebnisse dieser Runde: St. Florian, Völklermarkt 4:1, Rohrbach gegen Austria der Back, wie gesehen 1:2. Amateure Steyr, wie bereits erwähnt, gegen Sadlet 1:0 und ebenso, wie bereits erwähnt, Lenzing gegen Christkirchen 0:3. Weiters Magdalena gegen Altheim 0:0. Schärding verliert das im Viertelderby gegen Esternberg mit 0:2. Und Askö Donau trennt sich von Hacker Traun 2:2. In der Tabelle, wie bereits erwähnt, die ersten beiden Vereine blieben an der Spitze, Sadlet mit 19 Punkten und ebenfalls EKS mit 19. Dritte jetzt Christkirchen mit 18, vor Esternberg mit 17, ebenfalls Lenzing mit 17 und am Tabellenende trotz des Sieges noch immer Amateure Steyr, aber das kann sich ja auch im Herbst noch ändern, wenn sie jetzt diesen Motivationsschub des Sieges in die letzten beiden Runden mitnehmen, können sie durchaus den Anschluss wiederum an den Vorletzten schaffen. Im heutigen Nachtragsspiel gegen das SV Lenzing Modal recht herzlich hier auf der Sportanlage Rohrbach recht herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich die Gäste aus Lenzing sowie unsere Mannschaft der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Ein besonderer Gruß gilt dem Schiedsrichter Herr Fadal aus Linz sowie den beiden Linienrichtern. Die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg wünscht ein faires, spannendes, verletzungsfreies Spiel. Ja, nach der Kampfmannschaft verdient sich auch die Reservemannschaft Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg, dass über sie einmal im Infokanal auf unserem Lokalsender berichtet wird. Am Nationalfeiertag haben sie das Nachtragsspiel gegen Attes Palenzing ausgetragen. 1:0 für die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg, Torschütze Lindorfer Wolfgang. Der Treffer fiel in der dritten Spielminute. Ja, schon nach 3 Minuten ging unsere Reservemannschaft durch Wolfgang Lindorfer mit 1:0 in Führung. Lenzing war ja Schlusslicht in der Tabelle der Reservemeisterschaft. Rohrbach-Berg bewegt sich im oberen Tabellendrittel. Es roch nach einem klaren Sieg. Noch dazu der schnelle Führungstreffer. Wieder ein Angriff für Rohrbach-Berg. Markus Stallinger. Und kann den Torhüter leider nicht bezwingen. Wieder ein Angriff für Rohrbach.
Ja, nach 15 Minuten bereits das 2:0. Der Treffer fiel in der 15. Spielminute. Ja, es war der richtige Auftakt. Ein klarer Sieg schien sich abzuzeichnen. Ja, wir haben die Gelegenheit benutzt, auch den Trainer der Reservemannschaft, Ingenieur Rudi Altendorfer, zu interviewen über seine Arbeit mit dieser Mannschaft. Wie läuft das jetzt, die Meisterschaft bei der Reserve? Eigentlich ganz gut. Mit dem heutigen, sicher der Mittelfeldplatz. Ja. Mit dem heutigen Nachschlagspiel, wenn es da gewinnt, könnt ihr einen dritten Platz vorrücken. Richtig. Also von dem her kann man schon zufrieden sein. Und wie schaut es mit dem Kader aus in der heurigen Meisterschaft? Welche Spieler kommen zum Einsatz? Komplettkader besteht aus dem Adam Watzlaw, Mühleder Peter, Hintenberger Peter, Baumgartner Thomas, Reischl Roland, Brüll Christian, Lindorfer Andi, Hoheneder Georg, Hoheneder Reinhard, Stalinger Josef, Stalinger Markus, Grünsweil Peter, Draxler Peter, Obermüller Manfred. Und ein bisschen spiele ich auch noch mit. Das sind wir. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Außer die, was phasenweise vom ersten Kader natürlich zum Einsatz kommen. Ja, welche Spieler sind das vornehmlich, die für die ersten da auch zum Einsatz kommen? Herr Wolfgang, Mürzl Harry, Rob Jürgen, dann hat auch schon gespielt der Hirnschrock Max. Das sind eigentlich die meisten von den ersten. Ja. Ja, für einen Trainer der Reservemannschaft war es nicht ganz leicht, dieses Interview während dem Spiel. Er hat ja seine Mannschaft betreuen müssen. Aber wir haben einiges von ihm erfahren. Wer ist denn da beim Benedikt? Das gibt's normal nicht! Und was steckt sich der Trainer für eine Reservemannschaft eigentlich für Ziel für so eine Meisterschaft? Ja, nachdem wir die Meisterschaft in ihrer Klasse überhaupt nicht kennt haben und wir trotzdem ein bisschen optimistisch sind, wir so im oberen Tabellendrittel, würde ich mal sagen, als Ziel. Für die ersten drei Plätze gibt es ja angeblich eine Prämie vom Verband. Das wäre ja was zum Anstreben im Jahr. Es ist sicherlich natürlich erstrebenswert, aber es wird jetzt schwer zum Erreichen sein. Es sind schon ein paar sehr arrivierte Mannschaften. Hey, das gibt's aber nicht richtig, oder? Wir sind ja da 2 Meter vorgestanden. Anschlusstreffer fiel in der 20. Spielminute. Ja, leider während des Interviews fiel der Anschlusstreffer für ATSV Lenzing. Man muss dazu sagen, dass die Linienrichter bei solchen Spielen nicht immer so sattelfest sind oder manchmal auch etwas parteiisch wirken. Wahrscheinlich hat der Trainer sogar recht gehabt, aber man kann es am Video nicht aufarbeiten. Ja, unser Eisi Josef Stalling hat leider in diesem Spiel gefehlt. Er ist verletzt. Und jetzt eine Szene zum Schmunzeln. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Der Kameramann hat ja sogar Glück gehabt. Glück im doppelten Sinne, dass er an der Stelle gestanden ist, wo diese Aktion passiert ist. Glück aber auch, dass er selbst nicht ein Betroffener war. Die Werbetafel, die im Weg war. Ja, und nochmals der volle Ablauf. Es war sicherlich kein Foul, wie man dann auch sieht. Der Spieler aus Lenzing hat nicht mehr rechtzeitig abbremsen können. Hey, Alter, das ist nur mit ja, hey, Alter, es war ja ein ganz junger Spieler, der hinter ihm nachgelaufen ist. Aber der Stalinger Markus hat sicherlich nicht schuld gehabt an dieser Szene.
aber etwas für Seitenblicke. Hier haben wir Grünswald Peter. Hat schön hereingeflankt. Leider ist nicht ein weiteres Tor gefallen. Jetzt ein Schuss von Thomas Hintenberger. Geht weit übers Tor. Ja, jetzt wieder Grünswald Peter. Aber im Abschluss fehlt es etwas bei der Reservemannschaft. Die braucht noch mehr Chancen als die Kampfmannschaft. Nochmals in der Wiederholung und in Zeitlupe. Unser Sudi bringt den Ball nicht vorbei. Der Torhüter hat noch den Ball zu weit ablenken können und der Verteidiger war früher dann am Ball, sodass nichts rausgekommen ist. Ein schöner Freistoß von Reinhard Mini Hohneder, den der Torhüter übers Tor lenkt. Steht nach wie vor 2:1 für die Reservemannschaft der Union Einkaufsstadt Rohrbachberg. Jetzt wieder Reinhard Hohneder. Aber der Schuss geht knapp am Tor vorbei. Reinhard Hohneder ist der Kapitän der Reservemannschaft. Halbzeitstand im Reservemeisterschaftsspiel zwischen Union Eckes Rohrbachberg und ATSV Lenzing. Rohrbachberg führt mit 2:1. Ja, leider hat unsere Reservemannschaft dann die weiteren Chancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen können und es blieb beim 2:1. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Thomas Hintenberger kommt hier zum Schuss. Ein herrlicher Schuss, aber eine ebenso schöne Abwehr durch den Torhüter vom ATSV Lenzing. Dieser Schuss ist es wert, nochmals gezeigt zu werden. War sicherlich die beste Szene in der zweiten Halbzeit, wie wir dann später feststellen können. Markus Stahlinger köpft hier an die Stange, aber der Schiedsrichter hat bereits vorher auf Abseits entschieden. Ja, Sie können mitzählen, jetzt die guten Chancen für Rohrbach. Rainer Thome, der bringt den Ball nicht über den Torhüter. Jetzt endlich auch einmal unsere Verteidigung im Bilde. Speziell Torhüter Václav Adam kann hier eine gute Chance für Lenzing vereiteln. Wieder Reinhard Hohneder. Sein Schuss geht knapp am Tor vorbei. Peter Grünsweil. Ja, Wolfgang Lindorfer kann die schöne Hereingabe nicht nützen. Der Verteidiger ist früher am Ball. Wieder Thomas Hintenberger marschiert hier durch und bringt den Ball nicht vorbei. Und auch der Nachschuss durch Wolfgang Lindorfer kann nicht genutzt werden. Es bleibt beim 2:1 für EKS Rohrbach. Es war ein Spiel auf ein Tor. Peter Grünsweil, aber er probiert selbst. Besser wäre eine Flanke gewesen. So werden viele Chancen verschenkt. Ja, mit diesem Abseitspfiff war der Linienrichter Hermann Stahlinger nicht ganz einverstanden, wie man aus seinen Gesten erkennen kann. Wieder Thomas Hintenberger. Also solche Chancen müsste man schon nützen. Wieder einmal ein Angriff von Lenzing. Aber unser Legionär aus Südböhmen, Václav Adam, war an diesem Tag ein sicherer Rückhalt, hat keine Fehler gemacht. Ich glaube, die Reservespieler lachen schon selbst über ihre Chancenauswertung, über ihr Unvermögen in diesem Spiel. Ja,
leicht gerempelt, aber der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen. Rainer Thoneder lässt den Verteidiger aussteigen. Das hätte er besser selber machen sollen, denn so hat es abseits gegeben. Schiedsrichter Faberl war ein souveräner Spielleiter. Ja, wieder eine Chance. Schon die sechste, siebte gute Aktion für unsere Reservemannschaft. Mit solchen Chancen könnte man 3-4 Spiele gewinnen. Wieder ein schöner Pass, Markus Stallinger. Er hebt den Tormann, aber hebt den Ball auch damit am Tor vorbei. Ja, zum Spiel der Kampfmannschaft haben sich schon die Zuschauer eingefunden. Ein guter Besuch war ja am Nationalfeiertag wieder zu verzeichnen. Spielende, die Union Einkaufsstadt Rohrbachberg und ATSV Lenzing Modal trennen sich 2-1 für die Union Einkaufsstadt Rohrbachberg. Ja, am Samstag und darauf folgenden zwei Tage später hat die Reservemannschaft dann gegen Austria der Park gespielt. Gegen Austria der Park. Zur Halbzeit steht es 1-2. Das Tor für EKS Rohrbachberg erzielte Harald Würzel. Ja, wir sind bereits in der zweiten Halbzeit. Das Wetter war leider nicht so gut als am Nationalfeiertag. Einige Ausschnitte noch von diesem Spiel. Angriff für Austria der Park. Ja, Gott sei Dank haben auch die Linzer ihr Visier nicht richtig eingestellt. Hier sehen wir Peter Hintenberger. Der hat in der ersten Halbzeit die gelb-rote Karte erhalten. Rohrbachberg musste daher mit 10 Spielern auskommen. Ein Lattenschuss für Austria der Park. Ja, Rohrbach hätte die Chance gehabt, noch näher an die Tabellenspitze heranzukommen. Hier haben wir Platzwart Christian Pilsen im Einsatz. Falkwart, richtig gesagt. Jetzt eine Aktion unseres Torhüters. So liebt das öfter. Und nicht jedes Mal geht's gut. Austria der Park erhöht auf 3-1. Ja, solche Spielereien sollte man eher vermeiden. Rohrbachberg konnte dann noch durch Hans-Jürgen Hopf auf 2-3 verkürzen. Einstand im Reservemeisterschaftsspiel zwischen Einkaufsstadt Rohrbachberg und Austria der Park lautete somit 2-3. Ja, noch ein guter Angriff für Rohrbach. Die Tabelle nach 11 Runden hat folgendes Aussehen. Vöckler Markt führt überlegen mit 28 Punkten vor Christkirchen, St. Florian, Esternberg, Austria der Park. Rohrbachberg ist leider zurückgefallen an die 7. Stelle. Der Abstand ist aber nicht sehr groß. 4 Punkte zu Christkirchen. Mit der 3-Punkte-Regel ist ohne weiteres ein Platz an 2. oder 3. Stelle möglich. Lenzing, der Gegner vom Nationalfeiertag, liegt mit 2 Punkten an letzter Stelle. Also hier hätte unsere Reservemannschaft auch für das Torverhältnis einiges tun können. Leider haben sie es zu locker genommen. Hoffen wir, dass sie in der Zukunft wieder mehr Ernst in ihre Spiele bringen. Damit kommen wir zur nächsten Altersgruppe. Zur Juniorenmannschaft der U18-Mannschaft der Union Einkaufsstadt Rohrbachberg. Sehr schön. Die hat am Sonntag gegen SV Urfa gespielt. Das Wetter war nicht allzu schön. Ja, Marc Atzgersdorf hat am Samstag das Beste gemacht aus derselben Distanz. Da hat er noch den Anschlusstreffer gegen Austria der Park erzielt. Jetzt ein Lattenschuss durch Marc Atzgersdorfer. Ja, dieses Spiel hat unter eher schlechteren Umständen eigentlich begonnen, denn
So mancher Spieler hatte am Vortag beim Maturaball der Handelsakademie Rohrbach arbeiten müssen. Aber wie wir hier von Heiner Schwender gesehen haben, er war trotzdem gut drauf, hat wirklich eine gute Leistung geboten. Leider haben die Mitspieler die ersten guten Angriffe nicht nützen können. Jetzt Markus Stallinger. Aber er vertrippelt sich, er hätte früher schießen müssen. Schießen müssen. Wir sind bereits in der 33. Spielminute, René Jähl. Marc Atzgersdörfer bringt die Union der Union-Einkaufsstadt Rohrbachberg mit 1:0 in Führung. Ja, endlich ist es geschafft. Unsere Junioren gehen mit 1:0 in Führung. Der Trainer hatte dann Einsehen mit Marc, der am Vortag 90 Minuten durchgespielt hat und hat ihn dann herausgenommen. Wir sind bereits in der zweiten Hälfte. Dietmar Schuster spielt schön zur Mitte, Hannes Schwendner zieht ab. Und ein echter Strich führt zum 2:0. Super, Manuel! 54. Spielminute, Hannes Schwendner erhöht auf 2:0 für die Union Einkaufsstadt Rohrbachberg. Ja, ein schöner Treffer durch Hannes Schwendner. Ein super Fußballer, der Hannes. Wie auch Trainer Gerhard Denkleder immer wieder behauptet und er zeigt es von Spiel zu Spiel immer mehr. Jetzt ist René Jähl am Ball, auch ein sehr guter Fußballer. Marschiert in den Strafraum, uneigennützig spielt er auf. Oh. 57. Spielminute. Nach schöner Vorarbeit von René Jähl erhöht Markus Stallinger auf 3:0. Ja, ab diesem Zeitpunkt haben die Junioren der Union Einkaufsstadt Rohrbachberg aufgezeigt, wer Tabellenführer in der zweiten Leistungsklasse Ost ist. Wieder Hannes Schwendner, Ralf Turner, aber der Torhüter vom SV Urf hat diesen Schuss abwehren können oder halten können. 10 ist er draußen. Aber die Angriffe halfen sich für unsere Juniorenmannschaft. Spielminute, 4:0 für die Union Einkaufsstadt Rohrbachberg. Torschütze Dietmar Schuster. Nein, 12. Ja, unsere Jüngsten in dieser Juniorenmannschaft haben dem Spiel ihr Gepräge gegeben. Jetzt wieder ein schöner Angriff durch Ralf Turner. Genau, das. Spielminute, Markus Stalling erhöht auf 5:0 für die Union der Union Einkaufsstadt Rohrbachberg. Ja, es war ein schöner Angriff. Ralf Turner hat wieder mal seine Schnelligkeit ausgespielt, hat die gegnerische Abwehr überlaufen und schön zur Mitte gepasst und Markus Stalling hat diese Chance auch nützen können. Ja, jetzt ein Angriff für Urfer. Spielminute, SV Urfer verkürzt auf 1:5. Torschütze war Norbert Meyer, der den Ehrentreffer in Rohrbach erzielen konnte. Da war unsere Mannschaft schon etwas nachlässig auch. Jetzt ein Freistoß für Urfer. Aber Stefan Hofer ist ein sicherer Torhüter in dieser Juniorenmannschaft. Er spielt jetzt auch schon Ersatz für die Kampfmannschaft. Ein großes Torhütertalent wächst da in Rohrbach heran. Wieder Ralf Turner. Ja, sein Schuss geht leider knapp am Tor vorbei. Gerhard Denkleder hat dann einige jüngere Spieler eingetauscht. Das denke ich mal, ja. Oh mein, Hannes Schwendner wieder.
Und Hannes Schwendner stellt den Endstand her. 83. Spielminute. Hannes Schwendner erhöht auf 6:1 für die Junioren der Union Einkaufsstadt Trabelsberg. Also der Hannes, dem hat der Matura-Ball nichts ausgemacht. Er hat ja die ganze Nacht arbeiten müssen. Er hat sich nicht vergnügt, sondern es war ja schlichtweg Arbeit für die Maturanten. Hier ein schöner Schuss wieder für unsere Junioren. Und der Schlusspfiff. Endstand im U18-Meisterschaftsspiel zwischen Union Einkaufsstadt Rohrbachberg und SV Urfa. Von Rohrbachberg siegt mit 6:1. Ja, unsere Mannschaft hat erneut eine Talentprobe abgelegt. Hat gezeigt, dass im oberen Müllviertel große Talente im Fußball vorhanden sind. Die Mannschaft ist zwar auf den zweiten Platz zurückgefallen. Askeldona führt nunmehr mit 59:19 Torverhältnis und 25 Punkten, Tordifferenz plus 40. Eckes Rohrbach hat aber ein Spiel weniger, ebenfalls 25 Punkte und eine Tordifferenz von 39 Toren. Also im nächsten Spiel ist nur mehr ein Unentschieden nötig und Rohrbach-Berg wird bei den Junioren dann den Herbstmeistertitel sicherstellen können in der zweiten Leistungsklasse Ost. Gegner in der kommenden Woche ist Union Bichling. Diese Mannschaft liegt an 8. Stelle, hat ein Torverhältnis von 26:65. Also ich könnte mir vorstellen, ich traue es unseren Burschen zu, da gibt es nochmal einen Kantersieg. Ja, nach dem Spiel hat es Koteletts gegeben, die von Willi Neudorfer zubereitet wurden und vom Gasthaus Grenzland Familie Laschitz gespendet wurden. Ja, hier haben wir unseren Gastwirt, ein großer Gönner unseres Vereines, vor allem unserer Juniorenmannschaft. Und er hat gezeigt, dass er wahrscheinlich künftig ein Nachwuchstrainer sein wird, hier mit seinem Sohn. Man hat schon gesehen, der zweite Schuss passte. Johannes Laschitz, Nachwuchstrainer vielleicht im Jahr 2000 bei der Union Einkaufsstadt Trabelsberg. Herzlichen Dank der Familie Laschitz. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, neben mir steht Alexander Unger. Es ist ein Spieler der Union EKS Rohrbach-Berg von der U15-Mannschaft. Er ist ja auch einer von 4 EKS-Spielern der oberösterreichischen Landesauswahl und seit vergangenem Freitag auch Teamspieler des Nationalteams der U15-Auswahl. Und er spielte am vergangenen Dienstag mit dem Nationalteam in Altach in Vorarlberg gegen die Schweiz. Alex, darf dir vorerst einmal recht herzlich gratulieren im Namen des gesamten Vereines. Es ist eine ausgezeichnete Leistung, die du bis jetzt gebracht hast. Wie siehst du die Einberufung ins Team? Kannst du uns vielleicht kurz da ein bisschen was dazu sagen? Weißt du schon etwas über den Gegner, wie es ausschauen wird im Spiel gegen die Schweiz? Ja, als erstes will ich mich einmal bedanken, für das alles. Und ja, gegen die Schweiz spielen wir. Und eigentlich über den Gegner selber weiß ich noch nichts. Und wie das recht abläuft, weiß ich eigentlich auch noch nicht, weil ich bin zum ersten Mal einberufen. Und es ist eigentlich ein wenig überraschend gekommen, dass ich einberufen worden bin. Naja, überraschend, insofern glaube ich trotzdem nicht so unbedingt. Wir wissen ja, wie stark das bist und ich glaube, es hat sich irgendwann einmal abzeichnen müssen, dass auch das Team nicht mehr drüber wegschauen kann. Mir bleibt jetzt im Namen des Vereines dir das Allerbeste für das Debüt im Nationalteam zu wünschen. Ich wünsche dir, dass du weitermachst, dass du weiterhin ein Rohrbacher bleibst und wenn der Weg weiterhin so nach oben zeigt, dann werden wir sicher mit dir noch recht viel Freude haben in Rohrbach. Danke Alex und alles Gute. Danke. Ja, das Interview ist ja am vergangenen Samstag schon aufgenommen worden. Der Alex Unger, Spieler der Juniorenmannschaft Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg, kam bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft der U15-Spieler volle 90 Minuten zum Einsatz. Leider verlor Österreich gegen die Schweiz mit 2:4. Alex hat aber eine gute Leistung geboten, wie wir gehört haben. Und die Chance für einen weiteren Teameinsatz ist auf jeden Fall vorhanden. Nochmals herzlichen Glückwunsch unserem Juniorenspieler Alexander Unger. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Weitere Informationen über den aktuellen Sport in Rohrbach können Sie wieder am Infotext ab Seiten 200 lesen.
Und damit verabschieden sich bis kommende Woche von Ihnen Andi Wöss und Peppi Kneidinger und danken recht herzlich fürs Dabeisein.